Der Ort Medjugorje war bis zum Sommer 1981 ein völlig unbekanntes und abgelegenes Dorf in der Herzegowina in Südwestjugoslawien, unweit der Stadt Mostar. Am 24. Juni, am Johannistag vor 3 Jahren, wurde die Pfarrei jäh aus ihrer Alltäglichkeit gerissen, als 6 Kinder im Alter von 10 bis 16 Jahren aus dem Dorf Biakowitschi behaupteten, am Berghang des Dschernica sei ihnen die Gospa, die Gottesmutter, erschienen. Sie wolle durch die Kinder, 2 Jungen und 4 Mädchen, die Welt zu Umkehr, Gebet und Frieden aufrufen. Die Kunde von den Erscheinungen verbreitete sich schnell über die Grenzen der Pfarrei und der Herzegowina hinaus. Medjugorje, der Ort zwischen den Bergen, wurde zum Anziehungspunkt für viele tausend Pilger. Und das Erstaunliche an den angeblichen Erscheinungen: sie finden nun schon seit über 3 Jahren jeden Abend statt, bis heute. Zu den Sehern gehört auch Witzka Ivankovic. Der erste Erscheinungstag war der 24. Juni 1981. Damals sahen Mirjana, Ivanka und die jüngere Schwester von Mirjana die Gospa. Sie hatten mich vorher gefragt: Witzka, gehst du mit uns spazieren? Ich lehnte ab, weil ich noch einiges zu tun hatte und auch ein wenig schlief. Später kamen sie wieder zu mir. Meine Schwester sagte: Steh auf, sie haben dich gerufen, geh halt. Ich machte mich fertig und ging den Berg hinauf. Hier oben stand die Milka und winkte mir zu: Komm, Witzka, beeil dich. Ich dachte, vielleicht ist hier eine Schlange oder etwas, weil sie sich so fürchteten, und schaute nach unten. Als ich näher bei ihnen war, sagt sie mir: Die Gospa. Und ich: Was denn für eine Gospa? Und rannte davon. Naja, die Gospa ist kein Spielzeug, das man mit ihr spielen könnte einfach. Ich konnte es nicht begreifen, dass die Gospa hier erscheint. Ich habe früher auch an die Gospa geglaubt, klar, gebetet und alles. Aber ich habe mir niemals träumen lassen, dass so etwas geschehen könnte. Dann standen wir am Weg. Sie winkte mit dem Arm, dass wir kommen sollten, und an der linken Seite war ein Gestrüpp. Sie deckte etwas im linken Arm auf und zu. Aber wir konnten nicht erkennen, was es war, weil wir zu weit weg standen. Und schon als sie winkte, liefen wir vor Angst weg, obwohl zwischen uns noch ein großer Abstand war. So stand sie dann eine längere Zeit hier. Nach 15 bis 20 Minuten kam dann der Ivan. Ich sagte zu ihm: Willst du mitkommen und sehen? Der Ivan ging mit vor, schaute hin und lief gleich weg, weil er auch Angst bekam. Und ich auch, weil er sich so fürchtete. Dann sagte ich: Wenn es die Gospa ist, bring sie ja nicht um. Von uns hat sie ja auch niemand umgebracht. Aber trotzdem, das erste Mal fürchtete ich mich. Als wir das im Dorf erzählten, glaubte man uns nicht. Denn für einige war das unglaublich, dass die Gospa hierher kommt. Am nächsten Tag gingen wir wieder hinauf. Maria und Jakob baten uns: Wenn ihr die Gospa seht, holt uns, damit wir in eurer Nähe sind. Wir müssen die Gospa ja nicht sehen. So gingen Mirjana, Ivanka und ich hinauf spazieren. Und Ivanka sah sie wieder zuerst. Ich lief nach Hause und holte Maria und Jakob. Wir liefen gerade zu dem Gestrüpp da und hier zur Erscheinungsstelle. Auch hier war ein großer Strauch, hinter dem Jakob stand. Und außen herum standen wir um sie und beteten. Naja, wir waren nicht ganz frei, denn wir fürchteten uns und waren irgendwie mehr am Weinen, weil es war irgendwie anders. Wenn ich mit euch spreche, ist mir das gleichgültig. Du weißt genau, mit wem du sprichst. Aber wenn du mit einer übernatürlichen Person sprichst, da kannst du nicht alles fragen, einfach so. Aber du musst doch irgendwie, bis du einfach anfängst, so zu werden. Wie die Kinder berichteten, stellte sich die Gospa ihnen als Königin des Friedens vor,
zerstreute ihre Furcht und sagte, sie suche sich für ihre Botschaften nie außergewöhnliche Menschen aus. Also, am Anfang gingen wir hier auf den Berg. Immer mehr Leute kamen hier herauf und immer fragte jemand etwas, ob es Kranke im Hause gibt oder was die Gospa vorschlägt. Nach einigen Tagen dann verbot uns die Polizei, auf den Berg zu gehen und sagte, dass sich eine so große Menge Volk hier nicht versammeln dürfe. Deshalb gingen wir in die Häuser. Aber auch das wurde von der Polizei verboten. Trotzdem hatten wir die Erscheinungen dann in den Häusern. Es kamen immer mehr Menschen, die bei den Erscheinungen dabei sein wollten. Deswegen gingen wir aufs Feld beim Haus von Ivan und Jakob. Und da war eine große Menschenansammlung. Als wir dann mal die Erscheinung in Cerno hatten, sagte uns die Gospa, es sei am besten, wenn man in die Kirche geht, weil dort gebetet wird und uns dort niemand etwas anhaben könnte. Dort ist man doch freier, niemand kann dich verfolgen. Es sei gut für die Menschen, wenn sie in der Kirche beten und die Messe feiern. Hier am Berg betet einer etwas, ein anderer nicht. Und so vergeht der ganze Tag ohne Gebet. Aber wenn die Messe gefeiert wird, dann kämen die Leute, um zu beten und nicht nur, um zu sehen. Nach dem Wunsch der Gospa finden die Erscheinungen von diesem Zeitpunkt an allabendlich vor der Altarwand in einer kleinen Seitenkapelle der Pfarrkirche statt. Dies unterscheidet Medjugorje von Lourdes oder Fatima, wo die Erscheinungen sich nur im Freien ereigneten. Zur Gruppe der Seher gehören Jakob, 13 Jahre, Ivan, 18, Ivanka, 17, Maria, 18 und Witzka, 19 Jahre alt. Die Visionen beginnen stets mit dem Vaterunser. Bože naš koji jesi na nebesima, svece ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Krug naš svakdanji, daj nam danas i otpusti nama duge naš. Bei den ersten Erscheinungen kündigte die Gospa an, jedem Seher 10 Geheimnisse anzuvertrauen. Sie dürften diese niemandem weitersagen, bis die Gospa selbst es ihnen auftrage. Über den Inhalt der Geheimnisse schweigen sich die Kinder bisher beharrlich aus. Nur die Botschaften vom Glauben, Gebet, Umkehr, Fasten und Frieden sind bekannt. Zu den ursprünglich 6 Seherkindern zählt noch Mirjana. Sie hat nach eigenen Angaben alle 10 Geheimnisse erhalten und keine Erscheinungen mehr. Sie lebt zurzeit völlig zurückgezogen in Sarajevo. Erst am Ende der Erscheinungen soll ihr die Gospa noch einmal begegnen. Der Bibelwissenschaftler Professor Ludovit Rupčić verglich die Aussagen der Seher mit der Botschaft des Evangeliums. Nach dem Zeugnis der Seher vermittelt die Gospa durch die Kinder allen Menschen ihre Botschaft. Sie besteht hauptsächlich aus 5 Punkten. An erster Stelle hob sie das Bedürfnis nach Frieden hervor. Aber dieser Friede kann nach ihrem Zeugnis nur durch den Glauben, die Umkehr, durch Gebet und Fasten erreicht werden. Daher ist es notwendig, den Frieden zuerst in jedem Menschen zu verwirklichen und dann durch ihn auch in der Welt. Naime, zlo koje danas
Das Böse in der Welt ist nämlich nicht irgendwo, in der Erde oder in der Luft, sondern es befindet sich im Menschen selbst, in den menschlichen Herzen. Dort also muss etwas geschehen, muss sich etwas ändern, wenn der Friede die Menschen erfassen und in die ganze Welt gelangen soll. Alles andere dient nicht dem Frieden. Господин с тобом, благословлена ты между женами и благословлен плод утробы твоей. Jeweils nach den Visionen beten die Seher mit der ganzen Gemeinde zusammen einen Gebetszyklus. Er umfasst das Glaubensbekenntnis und siebenmal das Vaterunser, das Ave Maria und Ehre sei dem Vater. So der Auftrag der Gospa. Das Dorfleben von Biakovici und Medjugorje läuft in bescheidener, ja archaischer Weise ab. Der karge Boden auf dieser Hochebene und das heiße Klima machen nur den Anbau von Wein und Tabak möglich. Die Menschen müssen hart arbeiten. Sie sind gänzlich auf den Regen angewiesen, denn eine Wasserquelle gibt es nicht. Die Bewohner strahlen dennoch Zufriedenheit aus und Ruhe und nehmen sich noch Zeit füreinander. Der Tabak ist die wichtigste Erwerbsgrundlage. Er darf nur an staatliche Genossenschaften verkauft werden und wirft kaum Gewinn ab. Um für den Unterhalt der Familien zu sorgen, gehen viele arbeitsfähige Männer als Gastarbeiter ins Ausland. Die Landwirtschaft wird zumeist von den Frauen, den Alten und Kindern betrieben. Ihre natürliche Verbundenheit mit der Landschaft prägt auch die Religiosität dieser Menschen. Sie sind stolz darauf, Kroaten und noch stolzer, katholisch zu sein. Und während der 400 Jahre dauernden Türkenherrschaft blieben sie unter vielen Opfern ihrem christlichen Glauben unerschütterlich treu. Haben die Ereignisse um die Gospa das Dorfleben verändert? Die Menschen hier im Dorf waren schon immer sehr religiös und gingen auch vor den Erscheinungen sonntags fast geschlossen in die Kirche. Jetzt gehen wir auch an gewöhnlichen Werktagen täglich zur Messe. Wir fasten regelmäßig und vor allem wir beten gemeinsam in der Familie, was wir früher doch mehr vernachlässigt hatten. Und dann gewöhnen wir uns das Fluchen ab. Seit die Gospa hier erscheint, hat sich unser Dorf vollkommen geändert. Wir gehen jetzt regelmäßig in die Kirche. Die Leute legen auch werktags die Arbeit beiseite, um zum Gebet in die Kirche oder auch auf den Berg zu gehen. Ich kann das für mich nur bestätigen. Auch ich habe begonnen, mehr zu beten. Ja, früher haben wir oft geflucht und jetzt hören wir einfach auf damit. Weil die Gospa auf die Erde gekommen ist. Damit die Menschen sich bekehren.
Ja, ja, wir haben uns halt von Gott entfernt. Das mächtige Steinkreuz auf dem Kritzewatz, 1933 errichtet, galt den Leuten in der Pfarrei immer als Zeichen für diese ihre Treue zum christlichen Glauben. In Verbindung mit den Erscheinungen der Gospa verstehen sie es heute als Symbol dafür, den Glauben auch in einer atheistischen Gesellschaftsordnung zu bewahren. Um die Erhaltung des Glaubens in der Herzegowina hatten sich in der Geschichte besonders die Franziskaner verdient gemacht. Franziskaner leiten auch die Pfarrei. Es sind die Patres Pervan, Vlasic und Babaric. Also wenn ich als Pfarrer von diesem Ort etwas sagen kann, dann kann ich zunächst mal eines feststellen. Da gibt es nur ein Vorher und ein Nachher. Vor dem 24. Juni 81 und nach dem Datum. Also vor dem war es doch also ein ganz gewöhnlicher Ort, eine Ortschaft, eine Pfarre, also wie alle anderen Pfarren in Herzegowina. Und die Gläubigen waren auch genauso wie die anderen Gläubigen in Herzegowina oder in Jugoslawien. Und wenn ich da auch die Kinder oder die Kinder beobachte, da kann ich also auch nur ein Vorher und ein Nachher feststellen. Also vorher waren es ganz, ganz einfach Kinder, also durch nichts auffallend, also kein Eswegs in der Gemeinschaft, durch nichts auffallend. Und nachher also sind sie einfach aus ihrer Bahn gezogen, also aus dem Gleise. Und mir sei da ein Vergleich erlaubt, genauso wie im Neuen Testament, also vor Ostern, nach Ostern. Vor Ostern waren es also einfache Jünger, nach Ostern waren es auch also verklärte Jünger, also überzeugte Jünger. Genauso hier, die Kinder vor der Erscheinung, nach der Erscheinung, die Pfarre vor der Erscheinung, nach der Erscheinung, die Umgebung vor der Erscheinung, nach der Erscheinung. Also ist also eine klare Zäsur zu sehen. Und darauf kommt es mir hier an. Nach meiner Erfahrung in den drei Jahren möchte ich neben den genannten Botschaften betonen, dass es hier noch eine tiefere Botschaft gibt, die tiefste überhaupt, ohne die alle anderen Botschaften keine Kraft hätten, nämlich die Gegenwart der Gospa. Allein ihre Anwesenheit verleiht den Botschaften Kraft. Die Welt ist voll von Botschaften und Lippenbekenntnissen wie Frieden, Beten, Buße und Umkehr, aber sie haben keine Kraft. Hier jedoch sind die Menschen für denjenigen offen, der die Botschaft bringt und durch den sie Kraft bekommen, die Frieden schafft. Und das ist die Erfahrung der Menschen, wenn sie hierher nach Medjugorje kommen. Sie sagen, dass sie hier in einen Raum des Friedens eintreten, den Frieden erleben, weil er sich verwirklicht. Einzig auf dieser Linie verbleibt uns das Nachdenken über diese Erscheinungen und Botschaften. Mir scheint noch Folgendes wichtig zu sein. Wir dürfen die Botschaften ruhig abwarten und analysieren im Sinne einer Selbsterkenntnis. Sie bringen uns keine neuen Glaubenswahrheiten. Deshalb sollten wir sie auf der Stufe der Dynamik sehen und sie annehmen. Vor allem sie leben, damit über sie die Sendung der Kirche verwirklicht werden kann und das Evangelium auflebt. Medjugorje gehört zur Diözese Mostar, einer Stadt mit überwiegend islamischer Bevölkerung und orientalischer Prägung. Die Brücke über die Neretva versinnbildlicht in ihrer Architektur die Verbindung von westlicher und östlicher Kultur zwischen Christentum und Islam. Als Hauptstadt der Herzegowina ist Mostar Sitz der sozialistischen Bezirksregierung. Sie reagierte auf die Ereignisse in Medjugorje zunächst nervös, verhaftete den damaligen Pfarrer und ließ die Seher psychiatrisch untersuchen, nicht zuletzt aus Angst vor einem auflebenden Katholizismus. Die behördliche Untersuchung stellte die absolute psychische Gesundheit der Seher fest. Der Bischof von Mostar, Pavao Sanic, äußert sich skeptisch zu den Erscheinungen.
Hier bei uns in der Herzegowina haben wir etwa 40 Seher. Mit einigen von ihnen habe ich gesprochen, mit zweien aus Medjugorje, mit anderen aus Izbizno oder aus Cernac, Cerje und anderen Orten. Ich habe das aufgenommen und dann festgestellt, dass es etwa die gleichen Dinge sind wie die Erscheinungen in Medjugorje. Die Priester und Pfarrer jener Pfarreien unterstützen diese jedoch nicht, und so hörte das bald auf. Eine solche Seherin erzählte mir zum Beispiel, sie sehe die Gospa den ganzen Tag über, sogar einige Tage hindurch. Das lässt sofort auf eine Halluzination schließen, die sie hin und her trägt und projiziert, wo immer sie ist, im Glauben, es sei eine Erscheinung. Bei mir waren auch Seher, die behaupteten, die Gospa 2, 5, 10 Mal am Tag gesehen zu haben, am Weg, an der Kirche, im Bus oder auf dem Feld. Einmal sah sogar eine ganze Schulklasse. Die Kinder liefen danach sofort in die Kirche, um das zu erzählen. Das wurde auf Tonband aufgenommen und dann vernichtet. So war es auch am Anfang in Medjugorje. Die Seher haben die Madonna vom Erscheinungsberg in die Kirche übertragen nach ihrem und der Priester Willen. Die Gospa geht hinter ihnen her, nach Sarajevo, Dubrovnik, Mostar, gleich wohin sie gehen. Eine ging für 2 Monate in den Ferien in die Schweiz und hatte dort ihre Erscheinungen. Das klingt so, als würde sie die Erscheinung mit sich tragen. In Lourdes und Fatima spazierte die Gospa nicht hin und her, auch in anderen Orten nicht. Aber sie hier tragen die Gospa mit sich, wohin sie auch gehen. Während der 3. und 4. Erscheinung habe ich ihre Sprache aufgenommen. Ein bäuerliches Geschrei, mehr ein Beraten. Erst später haben sie gelernt, wie man spricht, wie man Interviews gibt, was man sagen darf und was nicht. Als ich mit ihnen sprach, machte ich sie darauf aufmerksam, dass ich eine Tonbandaufnahme machen würde. Später bemerkte ich darauf gewisse Widersprüche und auch, dass sie mir manches verschweigen und andersmal doch darüber sprechen. Eine von Bischof Sanitsch eingesetzte Untersuchungskommission aus Wissenschaftlern verschiedener Bereiche blieb vorsichtig im Urteil über die Echtheit der Erscheinungen. Wohl mit Rücksicht auf den Bischof empfahl die Kommission nur, keine Pilgerreisen nach Medjugorje zu organisieren. Aber dessen ungeachtet kommen nach wie vor Pilger aus aller Welt. Schätzungen nach waren es in den 3 Jahren mehr als 1,5 Millionen. Zu den Befürwortern für eine kirchliche Anerkennung der Erscheinungen zählt auch der französische Marienforscher René Laurentin. Seine Erfahrungen aus der Lourdes-Kommission bringt er mit in die Beurteilung ein. Wenn ich Medjugorje beurteilen soll, möchte ich das frei von Voreingenommenheit tun. Ich traf den Bischof, der mir viele Einwände vorbrachte und mich bat, sie zu bewerten. Ich bin überzeugt, seine Einwände sind nicht schwerwiegend, aber die Gründe, die für die Echtheit sprechen, scheinen mir sehr bedeutsam zu sein. Welche Gründe sind das? Der Hauptgrund sind zunächst die Früchte. Den Baum erkennt man an seinen Früchten, sagt das Evangelium. Die Früchte bei den Sehern? Trotz der schwierigen Umstände sind sie äußerst normal geblieben. Sie leben, glaube ich, in einer tiefen Heiligkeit, sehr einfach und sehr natürlich. Ich glaube, sie sind mehr als nur die Initiatoren einer geistlichen Bewegung. Dann, dieser geistliche Aufbruch hat in der Pfarrei Frucht getragen. Die Versöhnung der beiden Dörfer Biakovici und Medjugorje. Es gab früher tiefe Feindschaften. 1930 sogar Tote. Und heute gibt es in diesen Dörfern nur Brüder und Schwestern. Die Leute beten hier großenteils 3 Stunden täglich. Morgens, abends und bei der Feier der Heiligen Messe. Die meisten fasten 1 oder sogar 2 Mal in der Woche. Die Früchte gehen aber weit über die Pfarreigrenzen hinaus. Monsignore Franitsch, der Erzbischof von Split, äußerte sich mir gegenüber, sie hätten in den 3 Jahren für die Kirche in Jugoslawien mehr getan als unsere pastorale Arbeit als Bischöfe in 40 Jahren.
Die Atmosphäre in Medjugorje ist beeindruckend. Und auffallend viele Menschen gehen zur Beichte. Darunter manch einer, der zunächst nur in der Erwartung gekommen war, vielleicht Zeuge übernatürlicher Ereignisse zu werden. Die Kirche lässt sich mit der Anerkennung der Marienerscheinungen Zeit. Sie unterzieht die Seher einer genauen Prüfung. Denn die Anziehungskraft von Medjugorje und die Glaubensbereitschaft der Menschen hier sind für die Kirche kein ausreichender Beweis für die Echtheit der Erscheinungen. Könnten es nicht Fälle von Halluzination oder Suggestion sein? Pater Babaric ist Psychotherapeut und beobachtet die Seher gerade auf solche Symptome hin. Wenn es um solche Ereignisse geht wie hier in Medjugorje, dann sind immer am Platz die Fragen, ob es nicht Halluzinationen sind, Suggestionen, Manipulationen oder etwas Pathologisches. Und wir haben hier durch das Begleiten der Sehergruppe und durch das Schauen, was geschieht in den Leuten, für uns natürlich schon Antworten gefunden. Und ich kann für mich sagen, es handelt sich um keine Manipulation, um keine Suggestion, um keine Pathologie. Und ich habe auch dafür meine Kriterien. Eines möchte ich Ihnen voraussagen: Wir können nie beweisen, dass Sie Mutter Gottes sehen. Wir können nur Kriterien finden, um denen glauben zu können. Und ich glaube, wir haben diese Kriterien schon gefunden. Dasselbe muss man sagen, auch wenn man über die Suggestion spricht. Man kann nur die Kriterien suchen, dass das keine Suggestion ist. Aber im letzten Ende bleibt es immer offen, weil wir nicht im Grund der Seele, der Seher, nie vordringen können. Ebenso, wenn es um das Schauen oder Sehen geht. Die Frage der Suggestion ist also, wie ich schon gesagt habe, auch ganz gerechtfertigt. Ich möchte aber einige Beispiele nennen, wo ich sagen kann, es ist nicht möglich, dass es um Suggestion geht. Am ersten Tag waren sechs Seher und von denen sechs haben am zweiten Tag vier nur gesehen und andere zwei dazugekommen. Ich habe gesprochen mit denen zwei, die am ersten Tag gesehen haben und nicht mehr, ob sie vielleicht eifersüchtig nicht wären auf diejenigen, die weiter sehen. Habe die Milka, die Schwester von Maria, hat mir geantwortet, nein, ich habe am ersten Tag gesehen und am zweiten Tag hatte ich nicht mehr Glück, aber ich hatte Glück, einmal gesehen zu haben. Also ich frage mich, wenn die Milka, die unter Suggestion war am ersten Abend, dann ich stelle mir vor, dass sie am zweiten Abend leichter noch zur Suggestion kommen wäre als am ersten Tag. Und zweitens, es ging ganz schnell. Suggestion, zum Beispiel wenn Witzka erzählt, wie sie erstes Mal erlebt hat, als Ivanka und Mirjana gesehen hatte, dass sie sich umschauen, da meinte sie, sie sehen die Schlange. Und sie haben, die Mirjana hat ihr gesagt, nur schau mal hoch. Sie hat ihr nicht also in dem Moment sprechen müssen, schau, wir sehen Maria, sie ist so schön, schau mal noch einmal, es ist gut, sie anzuschauen. Also keine Situationen, wo es um Suggestion gehen würde von einem oder anderen. Ein anderer Grund ist die Qualität der Ekstasen. Als Historiker habe ich viel über Ekstasen geforscht, auf dem Papier. Es ist nun das erste Mal, dass ich Ekstasen in der Wirklichkeit sehe. Und diese Ekstasen haben wirklich nichts an sich von Katalepsie, von Verrücktheit und so weiter. Der Seher bleibt ganz normal. Sein Herzrhythmus ist kaum verändert. Ich ließ von Professor Joyeux von der Universität Montpellier ein Enzephalogramm erstellen. Es bewies, dass die Kinder während der Ekstasen nicht träumen. Es sind also keine Träume und keine Epilepsien. Ein sehr wichtiges Ergebnis. Es widerlegt viele Erklärungen, die man auch schon angeführt hat.
Ich könnte noch vieles über den Charakter der Ekstasen sagen. Zum Beispiel knien alle gleichzeitig nieder, ohne einander etwas zu sagen oder ein Zeichen zu geben, also vollkommen synchron. Und ihre Stimmen sind plötzlich nicht mehr hörbar. Nur an ihren Lippen sieht man, dass sie mit der Jungfrau sprechen, sehr deutlich und artikuliert. Ich habe noch keinen kroatischen Taubstummen gefunden, um die Worte entziffern zu lassen. Diesen Test möchte ich noch machen. Wenn ihre Stimmen wieder zurückkommen, hört man sie sprechen: Der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und das ist sehr eigentümlich, denn alle beginnen gemeinsam das Vaterunser mittendrin. Fragt man sie, warum sie das Vaterunser nicht von Anfang an beten, antworten sie: Die Gospa habe den Anfang vorgebetet. Also beginnen wir alle zusammen an dieser Stelle des Gebets. Am Ende sieht man sie alle gleichzeitig den Kopf und die Augen erheben, denn die Jungfrau entschwindet nach oben. Die äußeren Zeichen, die klinischen Befunde der Erscheinung und die ärztlichen Untersuchungen, die ich machen ließ, wie zum Beispiel das Elektrokardiogramm, beweisen die Qualität der Visionen. Der Seher bleibt völlig natürlich und geht zugleich in eine fremde Welt. Die Medizin kann die äußeren Zeichen der Ekstase nachprüfen. Die Erscheinungen selbst kann sie nicht erfassen. Über das Wesentliche kann sie nichts aussagen. Das haben alle Ärzte hier erfahren. Gewisse Dinge kann man feststellen, aber das Eigentliche übersteigt die Grenzen des wissenschaftlich Feststellbaren. Das scheint mir wichtig, auch für die Beziehung von Wissenschaft und Glaube, eines der großen Themen der Theologie. Eine letzte Sicherheit für die Echtheit der Erscheinungen gibt es nicht. Für die Seher spricht jedoch ihre Einfachheit, in der sie sich von den anderen Kindern im Dorf nicht unterscheiden. Obwohl sie jeden Abend im Mittelpunkt stehen, zeigen sie keine Star-Allüren oder Selbstgefälligkeit. Sie entziehen sich jedem Star-Rummel. Dies scheint mit ihrer Beziehung zur Gospa zusammenzuhängen. Worüber haben die Seher bei der letzten Vision mit ihr gesprochen? Gestern Abend habe ich ihr die Kranken und besonders eine Schwerkranke empfohlen. Sie sagte mir aber nichts Besonderes. Mir auch nicht. Ich habe ihr auch die Kranken empfohlen. Die Gospa sagt der Welt, dass sie beten, sich umkehren, Frieden schaffen und fasten soll. Eben die wichtigen Botschaften. Das wäre für die Welt. Die ganze Welt soll beten, fasten, sich bekehren und sich versöhnen. Der Friede ist das Wichtigste. Schon seit längerer Zeit erzählt mir die Gospa ihren Lebenslauf und sie sagte, wenn alles beendet ist, dann würde es veröffentlicht werden können. Das schreibe ich jetzt auf. Aber ich darf so lange nicht alles sagen, bis sie es mir erlaubt. Wenn ihr Fehler macht, tadelt euch dann die Gospa? Die Gospa hat gesagt, dass es unter den Geheimnissen gute und schlechte gibt. Aber sie ist natürlich nicht eine Mutter, die tadelt oder die schlägt. Nein, sie ist eine Mutter, die ihre Kinder verteidigt. Besser sogar als eine echte Mutter. Gibt es unter den Geheimnissen für die Welt bedrohliche Aussagen? Nun, ich habe schon einmal gesagt, dass es keine gibt. Die anderen sagten, dass es welche gibt, weil sie 9 Geheimnisse haben und ich erst 8. Es gibt gute und schlechte, aber es gibt keine gerade gefährlichen. Die Mirjana in Sarajevo sagte uns, dass die 7. Botschaft schon abgemildert sei durch das Gebet. Ja, bei mir ist es das 8. Geheimnis, das für die Welt nicht gut ist. Deswegen bittet die Gospa alle Welt, sich zu bekehren, weil durch Gebet und Fasten auch Kriege aufgehalten werden können. In der Welt wird heute eine sozusagen endzeitliche oder apokalyptische Stimmung verbreitet. Und ich möchte mich also da ganz distanzieren also von dieser Stimmung, die auch in Deutschland ein Übermaß nimmt. Und zudem also möchte ich sagen,
uns hier, also geht es nicht, also nicht um das Morgen, übermorgen oder was in 10 Jahren geschieht, sondern also uns geht es heute um das Heute. Es geht nicht so sehr um die Endzeit, sondern es geht um die Jetztzeit. Also was heute und hier von mir und von uns allen getan werden muss oder soll. Denn heute bin ich oder sind wir aufgefordert, eben das Unsere zu tun. Umkehren, glauben, beten, also sich Gott zuzuwenden. Das ist unsere heutige Aufgabe und nicht also was auf uns zukommt oder zukommen könnte, eventuell. In Medjugorje begegnet dem Besucher noch Ursprünglichkeit und Einfachheit. Ein üblicher Wallfahrtsbetrieb konnte sich in den 3 Jahren nicht entwickeln. Ein Verdienst der Priester am Ort und der politischen Behörden, die jede Ausweitung zum Rummel schon im Versuch unterbinden. Es gibt keine Hotels und keinen Luxus. Im Gegenteil, oft müssen zigtausend Menschen mit dem einzigen Wasserhahn vor dem Pfarrhaus Vorlieb nehmen. Das erfordert, gegenseitig Rücksicht zu nehmen und die Bereitschaft, einander zu helfen. Andenken und Verkaufsstände gibt es nicht. Einzige Ausnahme ist ein Melonenverkäufer. Damit wird auch die religiöse Atmosphäre von Medjugorje durch nichts verfremdet. Der innere Frieden der Menschen hier bleibt erhalten. Er spiegelt etwas wider von dem Verhältnis der Seher zur Gospa. Auch wenn in einzelnen Fällen von außergewöhnlichen Heilungen gesprochen wird, bleibt die Konzentration auf Gebet und Liturgie bestimmt. Viele Pilger sehen in der Begegnung der Seher mit der Gospa für sich eine letzte Hoffnung auf Hilfe und Heilung. Wenn sie daher den Sehern ihre Wünsche und Bitten auf den Weg zur Erscheinung mitgeben, ist das nicht nur als Personenkult zu verstehen. Worin unterscheidet sich Medjugorje von Lourdes oder Fatima? Was ist das Spezifische an Medjugorje? Ich wäre geneigt zu sagen, es gibt nichts Spezielles. Denn hier ist die gleiche Jungfrau wie in der Rue de Bac in Lourdes oder in Fatima. Es gibt hier dennoch etwas Besonderes. Ein Schrei vom Himmel, der auf eine Bedrängnis unserer Welt antwortet. Einer neuen Not, wie es sie zur Zeit von Lourdes nicht gegeben hat. Es ist weniger die Gefahr eines Krieges, als vielmehr die Not einer Welt, die sich der Sünde hingibt und sich in einen Zustand der Selbstzerstörung begeben hat. Die Jungfrau warnt davor, dass es nicht Okkultismus ist, der uns daraus ziehen wird, auch nicht die Wissenschaft, sondern die Rückkehr zu Gebet, zu Bekehrung, zu Fasten, zu einem neuen Leben. Das Heil kommt aus dem Innern und das geschieht hier in Medjugorje. Wer in Medjugorje eine Marienverehrung im traditionellen Sinn erwartet, wird womöglich enttäuscht. Die Erscheinungen bestimmen zwar das äußerliche Geschehen um die Pfarrkirche, doch ihre innere Hinordnung auf Christus und sein Evangelium ist nicht zu übersehen. Die Gospa selbst hat ihre Rolle deutlich gemacht, als sie für den Ort der Erscheinungen die Kirche wählte. Nach Aussage der Seher ist es ihr Wunsch, dass die Menschen den Gottesdienst mitfeiern und die Sakramente empfangen sollen. Damit weist sie selbst auf das Entscheidende hin, auf die Nachfolge Christi, auf ein Leben nach dem Evangelium.
Die Anerkennung der Erscheinungen kann nur der Bischof von Mostar aussprechen. Aufgrund seiner zögernden Haltung ist vorerst nicht damit zu rechnen. Sollten die Erscheinungen echt sein, spielt die Zeit auch keine Rolle. Für viele Pilger ist die Anerkennung nicht ausschlaggebend. Das Wort einer Französin steht für viele. Ja, für mich sind die Erscheinungen nicht die Hauptsache, überhaupt nicht. Mein Glauben beruht auf ganz andere Sachen, und zwar die Kraft des Gebets, die Erfahrung der Sakramente, die Überzeugung des Daseins Gottes. Und das ist sowieso die Hauptsache. Die Erscheinungen, es ist wie ein Geschenk, total gratis und etwas Zusätzliches. Seit 3 Jahren erscheint die Gospa den Sehern jeden Abend, unvergleichlich oft gegenüber allen bisher bekannten Marienerscheinungen. Wann sie aufhören werden, wissen selbst die Seher nicht. Sie sprechen von einem sichtbaren Zeichen, das das Ende ankündigen soll. Was aber nach den Erscheinungen sein wird, haben die Seher für ihre Person bereits beantwortet. Wenn die Erscheinungen zu Ende sind, möchte ich ins Kloster gehen. Ich gehöre hier einer Gebetsgruppe von Jugendlichen an. Ich schaue, dass ich die Botschaften der Gospa immer mehr liebe, dass sich die Botschaften wirklich an mir widerspiegeln, um sie auf diese Weise an andere, die ich hier treffe, weiterzugeben. Es gibt immer Menschen, die Hilfe suchen, und ich möchte ihnen helfen, indem ich Gott bezeuge, damit alle Menschen in uns die Gospa und Jesus sehen. Und das finden, was uns geschenkt wurde, dass sie wirklich die wahre Wahrheit finden.